Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher, wo wir... Jetzt geht's. In den Tiefen dieser Katakomben, Gewölben, Ruinen, was auch immer das ist, wo wir hier uns gerade befinden, den Elfenmagier gefunden haben, von dem Kira gesprochen hat, den, der nach Ciri sucht. Das ist der... Das ist der Elf. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Und das heißt? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Aha. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Ich meine, ja, das mit Tochter der Möwe, das hätte ich gerade noch so zusammengekriegt, aber dass Ciri ihrem Schwert den Namen Schwalbe gegeben hat, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Dazu ist das mit den Büchern schon zu lange her. Ja, ihr müsst überlegen, dass ich allgemein, nur ganz kurz zum Verständnis, wir spielen gleich weiter, aber dass ich allgemein viel gelesen habe, das ist jetzt schon... Ja, 2-3 Jahre bestimmt her. Das letzte, was ich da gelesen habe, waren die Bücher von Ein Lied von Eis und Feuer, also die Game of Thrones Bücher. Alle 5, beziehungsweise 10, weil sie in der deutschen Version aus den 5 Büchern ja insgesamt 10 gemacht haben, weil sie jedes Buch 2 geteilt haben. Davor war... Die Tribute von Panem, habe ich davor gelesen. Davor, so eine Stephen King-Sammlung. Das war eine Sammlung aus 20 oder 22 Stephen King-Kurzgeschichten. Nicht so lang wie seine normalen Romane, aber doch lang genug. Und wo wir gerade bei Stephen King sind, Der dunkle Turm. Habe ich nicht fertig gelesen, aber die ersten 3 oder 4 Bücher muss ich auch mal weiterlesen, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Und davor waren die Hexerbücher. Ja, also es ist schon eine Weile her, ja. Das ist nur ganz kurz zu meiner Verteidigung. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. Ich meine, ist hier noch... Ey! Blöde Kuh. Nee. Ich meine, bei so einem Marathon-Let's Play-Projekt wie dem hier kann man sich auch ruhig mal die Zeit nehmen und mal 2-3 Minuten einfach irgendwas erzählen. Wir reden hier trotzdem. Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Wir reden hier von, vermute ich jetzt mal, mindestens 300 bis 400 Folgen. Da fällt das dann vergleich nicht so ins Gewicht. Ach so, übrigens. Hier. Jetzt geht's wieder. Warte ich nur kurz. Kann ich das eigentlich auch, wenn ich jetzt hier einfach durch... Nee. Nur mit dem Mausrad kriege ich es nicht zusammen. Was ist das, was sich da unten bewegt? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich vermute... Also, es sieht aus wie eine Erscheinung oder sowas.
Was ist das? Scheuklappen für Plötze. Warum habe ich die noch nicht ausgerüstet? Panikstufe des Pferdes reduziert. Das ist doch richtig nützlich. Was wir unbedingt jetzt noch brauchen, das sind vernünftige Satteltaschen. Denn vernünftige Satteltaschen für Platze bedeutet mehr Inventarplatz für Geralt. Achso, apropos Inventarplatz. Ich habe mal auf den Karte geschielt. Es gibt einen Schmied in Ochsenfurt, den wir nicht gesehen haben. Also es gibt den Rüstungsschmied, es gibt aber auch noch einen normalen Schmied. Ich vermute mal, der normale Schmied ist dann der Waffenschmied. Das heißt, wenn wir hier mit diesem Abenteuer fertig sind, werden wir nochmal nach Ochsenfurt zurückkehren. Wenn wir die Rüstungen verkaufen, die wir da im Inventar mit uns rumschleppen und endlich dann auch unsere Waffen, dann haben wir ein bisschen mehr Kohle, wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar und dann können wir uns mit dem Rüstungsschmied und mit dem anderen Schmied von mir aus auch gleich nochmal in Gwind versuchen. Und da war doch in Ochsenfurt war doch noch ein Händler, ne? Oder? Jetzt muss ich mal kurz, warte mal. Was beschäftigt er sich die ganze Zeit mit völlig irrelevanten Sachen? Ja, tut er. So, da ist die Kneipe. Da war Stepja, mit dem haben wir gespielt. Hier oben war der Rüstungsschmied. Mit dem haben wir gespielt, den haben wir aber noch nicht besiegt. Den müssen wir nochmal herausfordern. Hier unten, hier in diesem Bereich hier, da ist irgendwo der normale Schmied. Hier, ich glaube hier in dem großen Haus. Aber da müssen wir nochmal gucken dann. Den können wir bestimmt auch herausfordern. Weil die Händler und Schmiede und sowas, die sind eigentlich alle in Gwind involviert. Und ich meine aber, hier oben auf dem Marktplatz, da in der Nähe des Rüstungsschmiedes, war man eigentlich auch noch so ein ganz normaler Händler. Da können wir dann auch nochmal reingucken. Hätten wir eigentlich über das Osttor hier weiterreisen können? Naja, auf jeden Fall, wenn wir dann Ochsenfurt sind, können wir auch hier oben die Fragezeichen noch machen. Die habe ich nämlich irgendwie verpasst, als wir das letzte Mal da waren. Und anschließend hätte ich eigentlich vor ein Monsternest. Und waren wir da schon? Ich glaube, ne? Weil wir sind ja jetzt ganz da unten. Ja, auf jeden Fall. Würde ich dann hier den Bereich weiter absuchen und weiter bearbeiten wollen. Das war erst uns von hier dieses Anschlagbrett und die Fragezeichen in der Region und dieses Anschlagbrett und die Fragezeichen in der Region und uns dann vielleicht hier unten in den Südosten vorarbeiten, dass wir die beiden hier noch machen. Und uns dann das da noch holen, dass wir hier zum blutigen Baron als letztes gehen. Das heißt nicht, dass wir alle Fragezeichen schon abarbeiten müssen, aber ich möchte zumindest die Anschlagbretter möchte ich abgearbeitet haben, damit wir die Nebenquests alle sehen hier in der Region und vielleicht das eine oder andere schon mal machen können. Und dass wir dann nach Möglichkeit zumindest einen Großteil der Fragezeichen hier unten erledigt haben, bevor wir nach Norden in Richtung Novigrad ziehen. Ich möchte nämlich, bevor wir nach Skellige gehen, das ist ja dann das nächste große Gebiet, so um Level 16 rum, ne? Wenn wir hier auf der Karte gucken, da, bevor wir nach Skellige gehen, möchte ich in Velen und in Novigrad eigentlich im Großen und Ganzen die Fragezeichen abgearbeitet haben, denn ja, wir werden definitiv, und es ist mir scheißegal, wie lange das dauert, wie nervig und repetitiv das wird oder sonst was, wir werden jedes einzelne verdammte Fragezeichen in diesem Spiel abarbeiten. Höchstens, dass ich vielleicht das eine oder andere dann auch mal offscreen mache, weil ich habe gehört, gerade in Skellige soll das dann ganz schlimm sein. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Ja, das eventuell, jetzt weiß ich auch wieder, was ich ursprünglich machen wollte. Ich wollte, wir hatten noch so ein Geisteröl hier. So. Aber ansonsten. Deswegen gehe ich auch eher von 400 Folgen aus, wenn nicht sogar noch mehr. Aber das macht ja nichts, wir haben Zeit, ja? Das Jahr hat 365 Tage, jeden einzelnen Tag kommt eine Witcher-Folge. Wir schaffen das schon, ja? Nächstes Jahr sind wir fertig. Vorsicht.
Dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm. Stirb! Komm her, Erscheinung. Haha. Mit der Hilfe von Kira und unserem Irden. Oh nein. Das Schwert ist schon wieder unter 50%. Das Gute ist, wir können mit diesem Gesellenwaffenreparaturset unser Silberschwert einmal reparieren. Das wird in absehbarer Zeit wieder unbrauchbar werden. Aber für den Augenblick geht es. Ich will die Erscheinung anlocken. Eine war ja da noch. Und die ist definitiv hier hinten auch lang. Wenn die eine feste Patrouillenroute hat, dann kommt die bald wieder. Da ist er schon. So. Jetzt können wir hier in aller Ruhe die Pilze einsammeln. Wir sollen uns ja hier umsehen. Ich vermute mal, wir müssen hier in der Mitte weiter. Deswegen gehe ich auch erstmal den sind ja auch nur Level 5, die haben ja keine Chance gegen uns. Eine Schwalbe. Wo hat sie denn jetzt die Schwalbe gesehen? Es scheint ja auf jeden Fall hier hinten lang weiterzugehen, wa? Sehe ich das richtig? Ja. Was für mich bedeutet, ich will mich erstmal hier umsehen, weil... Hier sind auf jeden Fall zum Beispiel noch Truhen, die ich öffnen und looten will. Ein Maribor Schwert. Dann müssen wir mal kurz gucken, was taugt denn das? Ist das das hier? Nein. Novigrader, Novigrader. Da ist es. Unten. Das Neueste ist natürlich unten. Das ist ja nicht mal was wert. Das brauchen wir nicht mitnehmen. Da in die Mitte kommt man nicht rein, ne? Hier diese Gourmet-Fertigkeit finde ich echt nützlich. Muss ich ja mal sagen.
Ja, dieser extrem lange Lebensenergiezuschlag. Da können wir wieder schwimmen und tauchen. Also gucken wir mal, was hier ganz hinten in der Höhle noch ist. Eine Assassinenhose. Und die Assassinenhose ist Gott sei Dank, Gott sei Dank, um einiges besser als das, was wir gerade tragen. Und sieht auch nicht so katastrophal furchtbar aus. Und wir haben gleich wieder einen Vitalitätsbonus. Ja, wir haben gestartet, haben wir, glaube ich, mit 3000 Lebenspunkten, ne, oder 3500. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf 4379. Also da haben wir schon einiges zugelegt. Siebenundzwanzig, hier, die sind mehr wert dann. Der hier bringt am wenigsten, der fliegt raus aus dem Inventar, dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz. So, was ich aber immer noch brauche, wobei wir können ja mal gucken unter Alchemie. Ja, ich lasse mir Zeit, lasst mich. Mondstaub, haben wir alles zu. Salpeter und Quecksilber. Mondstaub enthält Silbersplitter, die Monster vorübergehend an Transformationen hindern. So, was wir haben, haben wir. In dem Fall eine neue Bombe. Hier kann man grünes Mutagen herstellen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Denn mit genügend grünen Mutagen, wir müssten mindestens zwei haben. Weil ich meine, eins haben wir ausgerüstet. Können wir dann hier ein großes grünes Mutagen züchten und dann haben wir schon Vitalität plus 150. Und wenn wir dann da noch irgendwelche grünen Talente ausrichten, dann verdoppelt sich ja dann noch jeweils die Wirkung des Mutagens. Das rote macht die Angriffskraft hoch hier. Ja. Rote Dinge haben wir noch gar nicht gefunden. Na hier, guck, da haben wir eins. Wir haben vier Erscheinungsmutagene. Die sind aber leider nichts wert. Die kann man nicht verkaufen, guck mal. Schade. Ein Nebling-Mutagen haben wir auch. Wir müssen auf jeden Fall bei Gelegenheit hier mal wieder... Und ich schließe daraus... Ich muss mal was probieren, wenn ich das jetzt hier ausrüste... Nee, funktioniert nicht. Ich dachte, dass die allgemeinen Fähigkeiten auf die Relikt-Dinger reagieren, weil die Farbe ja übereinstimmt. Ne, blau sind natürlich die Zeichen-Sachen hier. Die grünen Mutagene, was wir jetzt benutzen, sind hier Alchemietalente, wo wir noch nichts weiter gelernt haben. Und für die roten Mutagene natürlich die Kampftalente. So, weiter geht's. Ich bin ja so froh, dass ich jetzt wieder weiß, wie diese gottverdammte Armbrust funktioniert. Denn man hat mir mitgeteilt, abgesehen davon, dass die Armbrust neben Art so ziemlich das einzige effektive Mittel gegen fliegende Monster ist, ist die Armbrust auch unsere einzige Möglichkeit, uns unter Wasser gegen Monster zu wehren. Wir brauchen endlich, was brauchen wir? Wollen wir mal gucken, was brauchen wir für die Katze? Für die Katze brauchen wir noch eine Wasseressenz. Okay, das ist gar nicht mehr... Die könnte man sich zur Not auch kaufen. Vielleicht sogar bei Kira selbst, wenn wir die Quest fertig haben. Und für den Schwertwal brauchen wir nur die ertrunkenen Zungen. Das kriegen wir doch auch hin. Ja? Ein paar Ertrunkene jagen. Müssen wir halt in nächster Zeit... Gezielter. Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. Hier war doch eben noch. Ach, da vorne.
So, da war noch was. Da. Okay. Mein Problem gerade ist, ich kann nicht schnell schwimmen. Oh, Gott sei Dank. Mein Problem gerade war, ich kann nicht schnell schwimmen, weil wir schon wieder überladen sind. So, die Handschuhe sind nicht so gut wie das, was wir haben. Die Schuhe auch nicht. Aber Rüstung ist allgemein mehr wert als Waffen. Deswegen würde ich eher die Rüstungen behalten und hier noch eine von diesen Äxten loswerden. Und dann hier nochmal gucken. Da haben wir ja gerade versucht, möglichst schnell durchzukommen. So, das habe ich da gerade hingelegt. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier drüben noch haben. Interessant, wieso wird mir das angezeigt? Kann ich das mit A zerstören? Das ist interessant. Fallenstellerstiefel. Das, was mich am meisten stört an Geralts Aussehen, ist im Moment dieses ekelhafte Hemd. Also das wäre echt toll, wenn man da was gegen machen könnte. Einfach großartig. Was war's? Eine Erscheinung, das geht ja noch. Das geht ja noch, die müssen wir ja nur anlocken. Eine Erscheinung würde ja wirklich noch gehen. Bedauerlicherweise sind es aber viel mehr. Au. So, jetzt kommt hier die Rache der Blutwurst. Puh. Ja, ich weiß, ich habe mich da gerade ziemlich dämlich angestellt. Mal gucken, haben wir irgendwas Neues aufgesammelt? Irgendwelche Rezepte, glaube ich, ne? Ja, die Bomben mal mit ausrüsten. Spricht da nichts dagegen. So, was macht denn eigentlich der Greifenabsud? Erlittener Schaden erhöht für die restliche Kampfdauer die Schadenresistenz, bis eine Obergrenze erreicht ist. Wenn ein einzelner Treffer mehr als ein Drittel der Vitalität kostet, wird ein Quenchschild aktiviert, der gegen den nächsten Angriff schützt. Das ist auch gar nicht so schlecht. Also wir haben so Öl- und Tranktechnisch, wir haben schon einiges im Repertoire, was wir mal benutzen könnten. Wir benutzen es nur nie. Was ist das noch hier? Na gut. Dann schwimmen wir mal wieder zu Kira zurück. Und dann müssen wir den Gang entlang, den es eigentlich lang geht. Ich hätte ja gedacht, dass wir mit dieser Quest in der heutigen Folge schon fertig werden, aber jetzt wird es dann doch irgendwie ein bisschen knapp, weil mein Forscherdrang mich hier wieder jede einzelne
Ecke der Spielwelt erforschen lässt, statt dass wir einfach den Hinweisen folgen, um Ciri zu finden, obwohl ich mir relativ sicher bin, dass wir Ciri sowieso weder in Velen noch in Novigrad noch in Skellige finden werden. Wir werden da wahrscheinlich jeweils Hinweise finden, die wir dann am Ende kombinieren müssen, um Ciris tatsächlichen Aufenthaltsort zu ermitteln. Das kann ich mir vorstellen, aber... So, und jetzt nochmal, wo ist diese scheiß Schwalbe, von der ihr geredet habt? Da ist die Schwalbe, okay. Alles gut, wollte ich nur wissen. Ich glaube, von den Pilzen haben wir auch genug, um alchemistisch dann hier alles herzustellen, was wir brauchen. So, machen wir ein bisschen Licht. Ich dachte, du hättest es eilig. Wer hat das gesagt? Ich habe es definitiv nicht eilig. Wobei es wesentlich schneller gehen würde, wenn du dich nicht immer genau dahin stellen würdest, wo ich jetzt lang gehen will. Da ist wieder so ein... Sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das da unten gefällt. Aha. Da hinten ist irgendwas. Ich weiß nur nicht genau, was es ist. Aber da geht ein Weg weiter. Oder führt zu uns zurück, je nachdem. Kelpi? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Vella Glan! Suche nach Kelpi. Mhm. Müssen wir jetzt tatsächlich da hoch? Weil das wäre der nicht offensichtliche Pfad. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie jetzt nicht mit Kreide hingekriegt. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Musst du alles anfassen? Ich hab's nicht angefasst. Geralt, ist alles in Ordnung? Kann man so sagen. Ach so, der Hund ist explodiert. Seht ihr es richtig? Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Nimm die! Meinst du, das ist eine Art Spiel mit dem Verstand? Du weißt schon, ob man sich selbst besiegen kann und ob man das will. Vielleicht halten sich diese Erscheinungen ja für real. Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht teilen. Ich weiß genau, welche von euch echt ist. Konzentrier dich aufs Kämpfen. Der kann gut kontern. Das wirst du bereuen.
Darf ich eigentlich mit dem falschen Schwert an? Ich kämpfe mit dem Stahlschwert wegen... menschlicher Gegner und so. Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzige Wesen. Davon sind wir jetzt trotzdem noch nicht weiter. Aber ich denke, die endgültige Lösung dieses Rätsels, die suchen wir dann in der nächsten Folge von The Witcher. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Das war das Falsche. Hier. Es nervt, dass jedes Mal das erste Ding da aufgeschlagen ist. Ulfheddin. Ulfheddin? Was ist denn das? Ein Fisch? Professor Artibus Johannes Rack, Geograf, seit einer Vermessungsexpedition auf Skellige verschwunden. Ulfheddin sind eine vorwiegend in Skellige zu findende Unterform der Werwölfe. Die rauen Bedingungen auf den Inseln erklären vielleicht, warum sie vorwiegend Menschen jagen und stärker als ihre Brüder auf dem Festland sind. Ältere und besonders gefährliche Ulfheddin werden Worefs genannt. Bisher ist es nur wenigen Waghälsen auf Skellige gelungen, einen Ulfheddin zu besiegen, und bis heute wird jeder von ihnen in Balladen als Held besungen. Wie Werwölfe sind Ulfheddins und Worefs nachtaktiv, vor allem bei Vollmond. Sie sind schnell, stark und verblüffend zäh. Und sie töten mit verstörender Leichtigkeit. Man sollte Silberklingen und Teufelsbovisten gegen sie einsetzen. Außerdem ist zu beachten, dass Ulfheddins, die dem Tode nahe sind, besonders gefährlich werden und mit doppelter Wut angreifen. Ferner rufen sie Wölfe zur Hilfe herbei.